So, jetzt habe ich mir bei jedem schnell was einkaufen. Habe mir so überlegt, eigentlich kann man es ja so machen, dass man ein komplettes Video über so einen Zeitraum legt, wo man so einen Account nach oben fährt. Also mit einem Pipapo. Genau das machen wir jetzt. Also wir haben immer noch, wir sind immer noch, ich glaube, Level 2 oder so. Und da werden wir jetzt mal hantieren. So. Also, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind. Die letzte Fahrt war Stuttgart-Nürnberg. Okay, also schauen wir mal, was wir von Nürnberg-Alb haben. Weil das geht, soweit wie ich das weiß. Vom Anfang her noch weiß nämlich auch, dass man sagt, okay, gut, schnelle Aufträge nach Start, Zielort, Strecke, Absender, Empfänger, Streckenlänge, Gewicht, Ladung, Zielort, Versandort. So, dann nehmen wir mal, wir haben gesagt, Stuttgart war es, ne? Ja. Ja, also er hätte Frankfurt, Stuttgart, Frankfurt am Main. Jetzt wieder nach Frankfurt rein. Ich weiß auch nicht. Mannheim. Stuttgart, München. Nehmen wir mal den. Tauben, Trauben. Okay. Gut, nehmen wir den. Dann siehst du nämlich gleich mal, wo der Unterschied zwischen den neuen Städten und den alten Städten liegt. Hier nehme ich mal an, den Auftrag. Ich nehme mal an, dass ich den annehme. Also ein bisschen Haribo-Erdbeeren, das würde mich nicht wundern. Und trinken Kaffee. Und in einem großen Volvo. Na, so kannst du, lernst nämlich am besten die Lastwagen auch kennen. Guck mal den Jungen mal von außen an. Ja, so schlecht sieht doch gar nicht aus. Hat richtig was. Und zwar müssen wir jetzt mal gucken, wo wir raus. Na, das wird ja lustig. Wie soll ich denn da rauskommen? Wie habt ihr euch das gedacht? Na, mal gucken. Da bin ich mal gespannt, wie ich da rauskomme. Okay, wird zwar lustig am Anfang. Ob wir es so hinkommen, dass ich jetzt mal mich von dem ganzen Krempel hier entferne und dann eine Drehung mache. Ja, geht. Guck an. So. Also sind wir sogar da, wo ich zum Schluss abgegeben habe, sind wir sogar am Starten. Wir haben es 18:11 Uhr, noch besser. Dann fahren wir in die Dunkelheit, dann sehen wir nämlich gleich, siehst du gleich mal, wie das ist, wenn wir im Dunkeln fahren. Da siehst du nämlich gar nichts. Nein, Quatsch. Aber das ist schon mal was wert. Da fahren wir in die Abenddämmerung rein, das passt schon. So. Also, ab Richtung München. Sozusagen ab nach Hause. Mehr richtig ein Oldtimer, das ist cool. So. Auf der Autobahn.
Tja, also wir können am Rastplatz mal gucken. Gucken wir uns mal das Auftragsbuch richtig an und dann sehen wir, wann wir abliefern müssen. Also wir sind immer noch dabei, unser Konto aufzubessern. Wenn jetzt alles glatt geht, haben wir Zähne glatt. Der bremst es in Runde aus. Fahren aber da vorne mal auf dem Rastplatz, weil ich will mir das Auftragsbuch erstmal angucken. Ein paar Sachen will ich noch umstellen. So, wir stehen zwar schräg jetzt hier drin, das spielt jetzt aber mal keine große Rolle. Machen wir mal Mode aus. Und dann gucken wir doch mal. Ah ja, also ich habe 9 Stunden Zeit. Ja, also, nee, ja, bis zum Fahren. Wir brauchen aber 6 Stunden 23 Minuten, also brauchen wir nicht zu pennen. Das ist schon mal gut. Der Auftrag bringt uns 2,7. Das ist ja nuscht. Wir müssen den, erwartet wird der Auftrag vom Montag 19:15 Uhr bis Dienstag 1:55 Uhr. Wir haben jetzt Montag. Sind wir schon über die 19:05 Uhr draußen. Also 20 Uhr sollten wir da sein. Ja, passt schon. Alles gut. So. Jetzt gehen wir aber nochmal in die Dings, weil mir passt da was nicht. Wo habe ich denn jetzt hier? Weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit. Hier. Ja, das hatte ich deaktiviert, genau.
Das hatte seinen Grund. Da kann man mal ausprobieren, wenn wir mal auf 30 Meter. Genau. Machen wir zu. Und wir machen mal den Sound ein bisschen leiser, weil das kriegst du hier. Motor ein bisschen runter. Auspuff ein bisschen runter. Turbo können wir ruhig ein bisschen weiter oben lassen, das passt schon. So. Fahren. Sie hat wie einer wunderschön hier noch hingestellt. Oh, Schwein gehabt mit dem Spiegel. Also siehst du, es ist ganz schön enge. Wieder weiter. We're on the road, wie sich das nennt. Und die dürfen nicht fehlen. Oh, gleich noch ein. Das war mit Sicherheit ein Fehler, den ich jetzt gemacht habe, aber denk mal, den siehst du mir nach. Oh, da vorne kommt München, Stadion. Die Bremsen funktionieren. Jetzt müssen gleich die Scheibenwischer angehen.
Also hast du auch gleich noch Wetter mit drin. Bestens. Also sie ist schon jetzt mal ganz anders. Das ist so die alte Geschichte, wie es früher war. Ja, genau deswegen wollte ich eigentlich diesen Kram nicht einbauen, aber gut. Der nicht auf 30 Meter hält. Die haben wir irgendwie nach dem letzten Update funktioniert das Ding nicht mehr. Grauenvoll. Boah. Weil die Schüsse hier aber auch nicht aus dem Blick kommt. Ja, eigentlich auch schon den zum Abgeben. So. Eingabe. Damit wären wir bei 2000. Wir machen wieder ein Sorry auf Dings. Das können wir später mal machen. Gucken wir mal gleich, was uns als nächstes erwartet. Und zwar Versandort München. München Innsbruck, München Nürnberg. München, München. Ich könnte schon von München nach Innsbruck, weil das sind, obwohl ich hier auch 2,9 habe. 2,9, 35, 2,6, 2,5. Nehmen wir mal den hier, 2,9, 35. Dann können wir auch gleich den da oben nehmen. Was ist denn das? Ein Iveco. Ja, dann siehst du den eigentlich auch gleich mal. Wir nehmen mal was ist denn das für ein Iveco Strahles Scania 2,9, genau, nehmen wir mal den hier, der ist lustig. Fahren wir nach Innsbruck, was soll's. Die wirst du zwar erst. Nee, warte mal, die hast du glaube ich mit drin am Anfang. Ich glaube, die ist mit drin, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die ist mit drin. Fit. Ja, quietscht man nicht so beim Fahren. Passt.
blöd, nur dass wir da Innsbruck fahren. Im Dunkeln. Das ist natürlich doof. Ich hab meine Arbeitssendung drin, na prima, dann kann ich mich ja gleich melden, wenn ich warte sofort. Wir haben sogar einen vollen Tank, man soll es kaum glauben. Ab Richtung Garmisch. Ich kapiere zwar nicht, warum wir hier nachts um 10 Graffitfahrt durch die Gegend fahren, oder das spielt gleich überhaupt keine Rolle, aber gut. Was für Ideen kommen die zwei denn jetzt hier? Kann er sich nicht entscheiden, oder was? Na, da kann ich einen rohen Kaffee trinken, bis die fertig sind. Was hat denn der da vorne? Ach, die haben sich geknutscht. Die haben eingeknutscht. Ah ja, noch nicht gesehen. Na gut, dann machen wir jetzt einen auf den hier. Ist aber stehen geblieben. Gut, oh, nö, will nicht mehr. Okay.
Ich denke mal, dass der hier gleich drauf will. Sag ich doch. Ja, also wie du siehst, so dunkel siehst du eigentlich herzlich wenig. Aber ich denke mal, das soll im Realen auch so sein. Wir können jetzt ein bisschen länger Licht machen. Aber das ist auch gemein. Irgendeine Kontrolle? Eine Fahrzeugüberprüfung. Das ist ja auch neu. Das ist neu. Ist ja cool. Okay. Weiß ja gar nicht, was ich gemacht habe. Aber bestimmt wegen der Ampel vorhin. Pass mal auf. Station. Die haben. Ah! Okay, ja, kannst mal sehen, wie lange ich nicht mehr in Österreich gefahren bin. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Jetzt fahren wir mal hier rein, kooperieren mal ganz anders. Weil ich muss nämlich mal kurz was gucken hier. Mal sehen, ob er dann noch mit mir kooperiert. So, dann wieder da.
So, mal sehen, da mache ich nachher vielleicht einen Schnitt. Schauen wir mal. Also, geht erstmal weiter. Also, wir waren jetzt an der Liegestation. Das ist völlig neu. Also, das ist geil. Das gefällt mir. Gibt doch gleich ein ganz anderes Bild. Beim American Truck Simulator gibt es das auch. Aber da gibt es das ja alle Nase lang. Also bist du gerade mal mit dem Laster oben. Und gerade auf Tempo kommt die nächste Liegestation. Also wie oft ich die umfahren habe, weil mir das so langweilig wurde, passt auf keine Kuhhaut. Weil ich wollte ja durchfahren. Aber hier so eine, das ist schon okay. Passt, alles gut. Das war ein schöner Moment jetzt, das hat mir gefallen. Werden wir mal was mit unserem GPS hier machen. Oder? Nee, müssen wir nicht. Innsbruck. Also irgendwo hat der. Da muss ich unbedingt mal gucken, was das ist. Das ist schade, weil das ist eine schöne Sache, eine schöne Erfindung. Man kann sie nicht nutzen. Weil. Ja, am laufenden Band der Krempel hier ausfällt. Jetzt dachte ich erst, dass das irgendwie ein. Oh, Polizei. Dass das ist irgendwie ein Dings war. Schon witzig, mal geht's nicht. Was war das jetzt so? Wir müssen jetzt darüber auf die andere Seite. Ist das jetzt hier schon? Nee, nächste. Ins Hotel, ja, warum nicht? Hauen wir uns hin. So. Da brauche ich gar nicht blinken. Hier geht es auch nicht anders lang. So. Ich würde das mit dem Radio zeigen, aber das Problem ist, dass ich das öffentlich stelle. Ist das halt blöd. Weil aus dem einfachen Grunde, da darfst du das nicht machen. Da darf keine öffentliche Musik gespielt werden. Und das ist der Nachteil. Da muss ich mich erstmal mit befassen, ob ich das überhaupt darf. Das ist wirklich schade. Also, das hätte ich hier gerne mal. Und das ist auch schade, dass sie das irgendwie nicht richtig hinhaben. So, da habe ich den Globus schon gesehen.
Ach so. Machen wir einen höher springen, das geht schneller. Und Level 3. Aber noch was auf den hochwertigen Frachten. Die ziehen wir erstmal hoch. Oh. Dann gucken wir mal bei den Aufträgen. Auf die kriegen ein. Oh, und zwar von Innsbruck. Ach ja. Von Innsbruck aus geht keiner ab. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja Blödsinn. Okay. Ja, mit 2S. Also, da haben wir von Innsbruck nach München. Innsbruck nach Salzburg. Ja, und das wäre ja auch noch drinne im Ding Salzburg. Hier ein für 3876 ein Schwerlasttransport. Was bringen denn die anderen? Hier hätten wir einen Salzburg 3,2. Hier hätten wir einen von München 3,5. Wir nehmen den ganz großen. Den hier. Auf der Anhänger. Da bin ich mal gespannt, wo wir langfahren. So, dann gucken wir uns das mal an, was wir da fahren. Eieieiei, ein Volvo. Guck mal. Er fährt ein Volvo, ein Volvo. Kennt ihr ja nicht den Laden hier. Ja, da wäre jetzt eine Dachbeleuchtung nicht schlecht. Oh, der mit dem Luder hier rumkommen, das wird ein Spaß. Theoretisch müsste es gehen. Sonst mal überraschen. Ja, geht. Wenn ich hier komme, bremst ja ab, ich sag's nicht. Sollen wir noch quer durch Innsbruck mit dem Ding?
ich das erstmal wieder. Ich habe eine Auftragsanweisung schon wieder. Ah, hier schaltet um. Alter, ist hier die Farbe ausgegangen oder was? Vielleicht sollte ich mal ein paar Filzstifte schicken. Die Ösis. Burger. Könnt ihr ja auch mal wieder essen. Und wenn ich es richtig sehe, sind wir am Dienstag 3:58 Uhr sind wir da. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir was gekonnt. Jetzt passiert das, was wir eigentlich nicht machen dürfen und auch nicht machen sollten, weil angeblich hat das sogar schon mal einer probiert. Aber wir machen das jetzt einfach aus dem liebsten lieben Langeweile, weil es ist unsere Welt, die wir hier spielen und gut ist. Und da dürfen wir das. Die anderen nicht, wir ja. Beinahe noch Richtung München gefahren, hätte noch gefehlt. Also wenn ihr unter Brücken durchfährt, fällt die Emergency Brake los. Das kapiere ich hier irgendwie nicht. Weiter geht's. Da ist wieder mal. Euer Willen ist von uns gut.
denn die letzte Tour? Cool, wie sie hier die Dings beleuchtet haben, schon geil. Ich war hier ewig nicht mehr, ewig. Danke. Ich schalte den Scheiß gleich wieder aus. Das ist kein Fahren. Ich Vollidiot. Am Erdbeerenkuchen essen ist wie am Mann. Zwei Stunden später als geplant. Einwandfrei. Oder links bleiben.
viel Arbeit, wenig Geld. Ja, was soll's. Ist auch in München. Ja, so kann's gehen. Blinkt. Ich bin eine Blüte. Ja, aber bei so einem Punkt höre ich mal am liebsten auf zu fahren, weil dann bist du unkonzentriert. Und das bringt dann auch nicht, wenn mein Kopf wieder überall nöhnt. Wieder geklappt. Was. Meine Fresse, nee. Mann. Thank you.
Tja, erst. Oh, Mann! Ja, ich hätte da lang gemusst. Was machen die jetzt? Ach, weißt du was? Um die Sache hier zu beenden. Man macht das zwar auch das nicht, aber ich töte hier drinnen keinen. Ich fahre einfach auf den Stammbrett weiter. Kann hier nichts. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr an. Das bringt's ja dann auch nicht. Nervt mit dem Zeug. Das gute Himmelreich. So, und hier machen wir dann heute Schluss. Das dürfte hier sein. Ach. Ja. Unfall verursacht, den habe ich nur umgefahren. Der sieht mich doch. Ja. Auch hier tun wir mal überspringen. Kann man alles später mal machen. So. Gut. Tja, da sind wir auf fast Level 4. Passt. Wir haben drin jetzt 19.000 und ich verabscheue mich dann jetzt mal. Also, bis demnächst.